Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Seminars zur DIN EN 61439. Mein Name ist Mario Engelhardt und ich darf heute zusammen mit meinem Kollegen Thomas Rauch Ihnen unsere Wöhner-Erstellungshilfe und einiges zur Anwendung der DIN EN 61439 in der Praxis erläutern. Kurz etwas zu meiner Person. Ich bin seit 11 Jahren bei der Firma Wöhner tätig, bin dort im Vertrieb angestellt als technischer Ansprechpartner für unsere Kunden. In den Gesprächen mit unseren Kunden ist das Thema DIN EN 61439 immer recht präsent. Und die Rückmeldungen und die Erfahrungen aus den Gesprächen mit dem Kunden möchten wir natürlich hier in das Seminar auch mit einbringen. Gut, Thomas, stell du dich doch auch kurz vor. Ja, schön, dass ihr alle wieder teilnehmt am Teil 3 unserer Veranstaltung und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Rauch. Ich bin mit Mario Engelhardt zusammen im nationalen Sales Team und mache für die nationalen Kunden den technischen Support. Wir unterstützen die Kunden bei Auswahl der Wöhner-Produkte, Einbindung der Wöhner-Produkte in ihre Anlagen und rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben zu unseren Produkten und für Ihre Anlagen. Nun fängt im Teil 3 für den ersten Abschnitt beginnt Mario. Vielen Dank, Thomas. Ich möchte den ersten Abschnitt übernehmen und wir kommen direkt auch mal zu den heutigen Punkten. Vielleicht eins noch vorweg. Wir möchten natürlich mit Ihnen in Kontakt kommen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, Fragen zum heutigen Teil 3, dann schreiben Sie die gerne in den Chat und wir versuchen, die Fragen dann nach unseren Ausführungen zu beantworten und Ihnen auch eine entsprechend gute Antwort zu geben. Was steht heute auf dem Programm? Hier mal kurz die Agenda aufgezeigt. Zunächst mal Rückblick auf Teil 1 und Teil 2. Im Teil 1 letzte Woche haben unsere Kollegen Alexander Rahn und Klaus Pflüger die Norm an sich vorgestellt. Wie ist die DIN EN 61439 aufgebaut? Welche Inhalte hat sie? Warum gibt es überhaupt die Norm? Und wie ist es mit der Verbindlichkeit auch hinsichtlich der Gesetze? Ja, wir haben kennengelernt, die Norm ist seit Ende 2040 wirklich verbindlich gültig und hat die 60439 abgelöst. Und wir haben auch so kennengelernt, okay, es gibt einige Neuerungen. Also zum Beispiel wird der Anwender oder beziehungsweise der Betreiber der Schaltgerätekombination auch mehr mit eingebunden. Er muss natürlich also hier auch vor Errichtung der Schaltgerätekombination schon viele Eingangsdaten liefern. Also hier wird er auch so ein bisschen mehr mit in die Pflicht genommen. Es sind auch Sachen gleich geblieben, beispielsweise die Bauanforderungen oder auch die Grenzübertemperaturen, die aus der 60439 mit übernommen wurden. Und was ganz entscheidend ist, ist natürlich der Bauartnachweis, der jetzt nun neu hinzugekommen ist bei der 61439. Das ist, der Kunde muss hier an der Stelle, hat hier ein bisschen mehr Aufwand, die ganze Auslegung der Anlage eben noch nachzuweisen und zu dokumentieren. Und bei diesem Bauartnachweis gibt es über 20 Einzelnachweise. Einige davon sind relativ einfach zu erledigen und manche schon aufwendiger oder etwas schwieriger. Und das haben wir dann in unserem Teil 2 auch ein bisschen näher beleuchtet. Und zwar da die beiden speziellen Nachweise, Nachweis der Erwärmung und Nachweis der Kurzschlussfestigkeit. Das haben wir Ihnen am Dienstag gezeigt. Und da haben Sie auch gesehen, es gibt so ein paar Tricks, wie man auch den Nachweis der Kurzschlussfestigkeit einfach durchführen kann und auch so ein paar Kniffe bei dem Thema Erwärmung. Wir haben es beispielsweise gesehen bei der Berechnung, dass es da zwei ganz entscheidende Grenzen gibt mit den 630 und den 1600 Ampere. Also hier haben wir Ihnen auch schon einige gute Informationen mit auf den Weg gegeben. Heute wollen wir auch in der Praxis bleiben. Und zwar wollen wir Ihnen zum einen, das ist der Punkt 2, unsere Erstellungshilfe, unsere Wöhner Erstellungshilfe vorstellen und natürlich auch weitere Themen aus der Praxis behandeln. Da geht es zum Beispiel weiter mit dem Austausch von Geräten oder ganz wichtig, es gibt ja verschiedene Schrankhersteller, die ein Baukastensystem haben und auch hier können wir was zu den Bauartnachweisen Ihnen mit auf den Weg geben. Natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt hier bei fünftens 61439 und Maschinenbau. Also auch hier haben wir einige interessante Informationen für Sie, die wir dann in dem fünften Punkt abhandeln.
Und ganz interessant dann auch am Ende, also einfach mal so ein paar praktische Tipps. Ja, wie kann ich mit der DIN EN 61439 in der Praxis umgehen? Da haben wir zum Teil auch etliche Eingangsdaten, die Sie von unserer Seite aus nutzen können oder auch Tools. Man sieht es hier mit dem Konfigurator und natürlich auch ganz wichtig, wir hatten das Thema zwar im Punkt 2, also im Teil 2 schon behandelt, aber hinsichtlich des Thema Kurzschlusses gibt es immer wieder Fragen und da haben wir einfach noch ein paar Tipps für Sie, die wir Ihnen gerne auch präsentieren, wie man mit dem Thema einfacher umgehen kann. Und am Ende werden wir noch ein bisschen was zum Basisschutz sagen. Da haben wir auch zwei interessante Systeme, wo sogar über den Basisschutz ein bisschen hinausgeht. Hier im rechten Bereich sehen Sie schon mal unsere Broschüre, das Titelbild von unserer Broschüre zu 61439. Darauf kommen wir dann aber auch gleich noch im Laufe des Vortrages. Ich möchte einsteigen mit der Erstellungshilfe. Erstellungshilfe zu 61439. Wir von Seiten Wöhner haben ein Tool entwickelt, eine sogenannte Erstellungshilfe, um ja relativ einfachen Bauartennachweis zu erstellen. Und es ist so, bei dem Tool, das steht online und kostenfrei zur Verfügung und das können Sie als Anwender nutzen. Ja, man findet das Ganze bei uns auf der Homepage unter www.wöhner.de und unter dem Hauptpunkt Tools. Dort ist die Erstellungshilfe enthalten. Und naja, diese Erstellungshilfe kann genutzt werden, um den Bauartnachweis für eine komplette Schaltgerätekombination eben durchzuführen. Das Gute an der Erstellungshilfe ist, ich kann die Erstellungshilfe online nutzen, kann im Endeffekt die Daten abspeichern und auch bei Bedarf wieder anpassen. Also ich habe hier auch die Möglichkeit, das Ganze zwischenzuspeichern und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, ich kann die Eingangsdaten von meinen Produkten, also von den verschiedenen Wöhner-Produkten, die ich mitverwende, auch mit einbeziehen. Das sind diese sogenannten Produktdatenblätter für den Bauartennachweis, die wir auch für jedes Produkt von unserer Seite haben. Gut, wie ist es mit der Datenspeicherung? Also es ist ganz einfach. Die Speicherung erfolgt bei Ihnen auf der Festplatte. Das ist durch ein XML-Format gegeben, also die einzelnen Bauartennachweise. Und was kommt raus? Was kommt am Ende raus? Also am Ende kommt ein PDF raus, ein übersichtliches PDF mit dem Bauartennachweis oder auch ein RTF-Format, was Sie auch nachträglich bearbeiten können. Also da geht es dann eher um die Themen, wie kann ich noch ein Logo von der Firma einbringen oder eine Kopf- und Fußzeile. Also das können Sie dann ganz individuell nach Ihren Wünschen auch gestalten. Zur eigentlichen Struktur, ich sagte es ja schon, es ist eine übersichtliche Art und Weise, den Bauartnachweis für die komplette Anlage herzustellen. Wir haben natürlich auch Wert darauf gelegt, dass möglichst alle Daten mit einfließen und deshalb geht es, wie Sie es hier sehen, schon mal los, einfach mit den Angaben zu der Anlage oder wer ist auch der Hersteller der Anlage. Und ganz wichtig sind die kennzeichnenden Merkmale der Anlage. Also auch hier wieder der Punkt, dass auch der Anwender hier Eingangsdaten mit einbringen muss, was zum Beispiel die Gegebenheiten einfach sind oder vielleicht auch die Kurzschlussfestigkeit, die an den Anschlusspunkten ansteht. Das sind also dann auch solche Punkte, die wir uns gleich mal anschauen bei den kennzeichnenden Merkmalen der Anlage. Und dann geht es weiter, dann kommen die Einzelnachweise, die man also aus dem Anhang D kennt. Alle über 20 Einzelnachweise kann man dann Schritt für Schritt durchgehen. Dadurch kann man auch keinen mehr vergessen und alle werden behandelt. Und am Ende erhalte ich dann meinen Bauartnachweis. Ich kann meinen Verantwortlichen für den Bauartnachweis, der den also durchgeführt hat, auch noch benennen. Und noch einen weiteren Schritt weiter, also wenn die Anlage dann irgendwann auch fertiggestellt ist, kommt es ja zu einem Stücknachweis, also zu einer Abnahme der Anlage. Und auch hier kann ich die Erstellungshilfe enthält den sogenannten Stücknachweis. Also ich habe hier alles an Bord. Und zu guter Letzt kann ich auch noch die Produkte, die Wöhner-Produkte auswählen, die in meiner entsprechenden Anlage mit enthalten sind und erhalte für diese Produkte auch noch die Produktdaten für den Bauartennachweis. Gehen wir direkt mal rein. Aus zeitlichen Gründen gehen wir nicht direkt ins Tool rein und haken alle Punkte ab. Das würde den Rahmen leider ein bisschen sprengen. Deswegen haben wir hier die wichtigsten Punkte mal als Screenshots aufgenommen und möchten Ihnen die nun folgendermaßen zeigen. Also hier sieht man mal einfach den Auszug aus der Wöhner Homepage und den Bereich Tools und das wäre so die Startseite von der Erstellungshilfe.
Man sieht gleich, da gibt es einen Punkt Datei auswählen. Also das ist eigentlich der Startpunkt, wo wir zum Beispiel schon mal einen vorhandenen Bauartnachweis auswählen kann und dann auch wieder bearbeiten kann. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn man Bauartnachweis für ähnliche Anlagen macht. Dann kann man natürlich die Angaben zur Anlage dann austauschen und die anderen Punkte dann leicht übernehmen und kommt sozusagen relativ schnell zu einem Ende und schnell zu einem Bauartennachweis. Wenn man mal weitergeht, kommt man zu den ersten wichtigen Punkten. Ich habe es gerade schon genannt. Also zum einen die Hinweise zum Hersteller, auch die Hinweise zur Anlage. Also so wird alles vernünftig dokumentiert und auch die kennzeichnenden Merkmale der Anlage. Und hier kommen dann eben auch die Sollwerte und Istwerte mit rein. Das heißt, wir schaffen erstmal die Grundlagen und alles wird sauber und ordentlich dokumentiert. Schauen wir uns doch mal die kennzeichnenden Merkmale der Anlage an. Das wäre also dann die nächste Folie. Und hier sind dann beispielsweise Eigenschaften der Anlage wie Bemessungsspannung oder Bemessungsstrom mit drin oder auch die Bemessungsisolationsspannung. Also ganz wichtige Sachen hier an der Stelle. Wir sehen es dann im unteren Bereich, da geht es dann auch um die Kurzschlussfestigkeit. Und hier habe ich zum Beispiel auch einen Abgleich Sollwert und Istwert meiner Anlage. Also hier habe ich eigentlich das relativ schön übersichtlich dargestellt. Sie sehen es im rechten Bereich, da haben wir immer mal so ein PDF. Dort sind Links hinterlegt und zwar Auszüge aus der Norm. Und es soll eine kleine Hilfestellung für Sie sein. Also das sind im Endeffekt Tabellen ausgewählt, die zum Beispiel zur Isolationskoordination auch beitragen. Oder eben dann auch bei der Kurzschlussfestigkeit sind auch nochmal Tabellen hinterlegt. Sehen wir aber gleich auch nochmal in einem Beispiel. Wenn wir mit den kennzeichnenden Merkmalen der Schaltgerätekombination fertig sind, geht es dann in die ersten Punkte des Bauartnachweises. Ja, hier haben wir zum Beispiel Beständigkeit gegen UV-Strahlung. Also so die ersten Punkte, da geht es im Wesentlichen auch um den Schaltschrank. Und das ist eigentlich dann auch ein Thema, was man mit dem Schaltschrankhersteller oder mit dem Schrankhersteller klären muss. Produktkennzeichnung ist auch so ein Thema, Luft- und Kriechstrecken. Das wird zum Teil leicht erledigt, beispielsweise jetzt hier wieder an unserem Sammelschienensystem. Wenn Sie das richtige Sammelschienensystem auswählen, dann werden aufgrund von dem Sammelschienen, aufgrund von dem Aufbau allein schon die erforderlichen Luft- und Kriechstrecken eingehalten. Also da kann man relativ schnell dann auch das Thema anhaken und auch bei der Auswahl von den richtigen Produkten ist dieses Thema dann leicht zu erledigen. Schutz gegen elektrischen Schlag und Durchgängigkeit von Schutzleiterstromkreisen oder Schutzleiterkreisen. Natürlich auch ein wichtiges Thema, dass man den Querschnitt entsprechend richtig dimensioniert bei Schutzleiterstromkreisen und auch natürlich schaut, dass alles vernünftig und richtig montiert ist. Ebenso ist es dann im nächsten Punkt Einbau von Betriebsmitteln zu berücksichtigen. Also auch hier geht es einfach um die richtige und ordnungsgemäße Montage der Komponenten in der Schaltgerätekombination. Dafür gibt es ja auch die Montageanleitungen und ich denke, da kann man dann, wenn man sich an die Montageanleitungen hält, dann auch entsprechend schnell den Punkt mit Ja beantworten. Weitere zwei Punkte, innere elektrische Stromkreise und Verbindungen oder beziehungsweise Anschlüsse von außen eingeführter Leiter. Hier geht es natürlich auch im Wesentlichen darum, die richtigen Leiterarten und die richtigen Größen auch auszuwählen und die Leitungen auch entsprechend ordentlich zu verlegen, ohne dass hier was Falsches gemacht wurde. Ja, und dann kommen wir auch schon weiter hinten zu den zwei wichtigen Punkten, Thema Erwärmung, Thema Kurzschlussfestigkeit. Auf das Thema Kurzschlussfestigkeit möchte ich mal näher eingehen. Das kann man nämlich dann entsprechend aufklappen. So sieht das Ganze mal aus. Also hier ist zum Beispiel der erste einfachste Punkt auch hier dargestellt. Das hat ja der Thomas im Teil 2 auch schon ausführlich behandelt. Das Einfachste ist natürlich, wenn man keine Nachweisführung erbringen muss, wenn also der Kurzschluss an den Eingangsklemmen kleiner 10 kA ist hier an der Stelle. Ist in unserem Fall nicht so. In unserem Fall haben wir da wirklich mal einen höheren Kurzschlussstrom und da müssten wir also den zweiten Punkt anhaken und dann auch noch den Punkt anhaken, die ermittelte Kurzschlussfestigkeit der Anlage ist höher als die Vorgaben. Und hier haben wir mal im unteren Bereich noch die Travo-Tabelle mit eingeblendet. Die erreicht man nämlich, wenn man hinten auf den Link klickt beim PDF und das soll einfach eine kleine Hilfestellung sein. Wenn Sie hier Input brauchen, um den Punkt abzuarbeiten, dann haben wir hier immer die Links
auf der Sie dann zu verschiedenen Tabellen kommen, die Ihnen einfach bei der Beantwortung der einzelnen Punkte helfen sollen. Gut, und ist man die einzelnen Punkte dann durchgegangen, kommen wir zu den allerletzten Punkten ganz unten hier zu sehen. Und dann für die Projektierung und die Richtigkeit der Anlagen im Bauartnachweis, da geht es dann richtig um den Konstrukteur, also der den Bauartnachweis auch durchgeführt hat, der die Anlage ausgelegt hat. Und ganz am Ende, also wenn die Anlage dann wirklich mal aufgebaut ist und fertiggestellt ist, geht es dann um den Punkt Stücknachweis. Das wäre dann der Verantwortliche, der die Anlage abnimmt, also beispielsweise der Werkstattmeister oder der Werkstattleiter, der dann, bevor die Anlage den Hof verlässt, das Ganze auch nochmal abnimmt. Wenn wir die Erstellungshilfe nochmal kurz zusammenfassen, man sieht hier schon mal im rechten Bereich, so sieht die Erstellungshilfe aus. Hier in dem Fall mit Wöhner-Logo, aber wie gesagt, ist auch alles individuell anpassbar durch Sie. Wichtig, den Bauartnachweis führt der Konstrukteur durch. Und der steht dann auch beim Bauartnachweis mit drunter und am besten ist es auch, wenn er den entsprechend unterschreibt. Und genauso ist es beim Stücknachweis. Der Stücknachweis wird natürlich jetzt zeitlich gesehen erst viel später durchgeführt, also wenn die Anlage finalisiert ist und wenn die Anlage dann auch das Werk verlässt und dann wird er auch der Werkstattmeister oder der Werkstattleiter entsprechend unterschreiben. Wichtig bei der Erstellungshilfe: Die Erstellungshilfe ist ein Tool von uns. Was in das Tool eingebracht wird, was dort an Dokumentation entsprechend enthalten ist, das liegt natürlich in Ihrer Verantwortung. Sie sind der ursprüngliche Hersteller und Sie müssen natürlich auch das Dokument entsprechend ausführlich und vollständig ausfüllen. Ja, wir liefern das Gerüst und Sie können das gut nutzen. Das ist eine einfache Art und Weise, um schnell zu einem Bauartnachweis zu kommen, aber Sie sind natürlich auch in der Verantwortung für die Eingabe dieser Daten. Und also was ganz gut ist, Sie erhalten natürlich ein Komplettpaket. Also Sie erhalten zum einen den Bauartnachweis als PDF oder eben als modifizierbare offene Version als RTF-Format und diese Bauartnachweise können als XML-Datei abgespeichert werden und dann für weitere zukünftige Bauartnachweise als Vorlage auch genutzt werden. Gut, und zu guter Letzt, das hatte ich ja auch schon erwähnt, gibt es noch die Produktdaten für den Bauartnachweis von unseren einzelnen Produkten. Hier haben wir mal auch rechts ein Beispiel sehen in der Folie. Und hier ganz einfach, so sieht das Ganze mal aus, ist meistens zweiseitig. Und hier sind auch nochmal ganz viele nützliche Informationen auf Produktebene für den Bauartnachweis enthalten. Und diese Produktdatenblätter empfehlen wir dann einfach auch der Dokumentation mit beizulegen. Gut, das erstmal zum Thema Erstellungshilfe. Also für Sie nochmal, es ist eine einfache Art und Weise, es ist ein Tool bei uns. Schauen Sie sich gerne mal an und nutzen Sie es. Es ist wirklich sehr simpel und kann für den Bauartnachweis sehr gut genutzt werden. Nun bleiben wir in der Praxis. Wir kommen zu einem Thema, was auch immer mal wieder gefragt wird, und zwar, wenn ich eine neue Anlage erstelle und ich möchte nicht mehr das Gerät vom Hersteller XY verwenden, sondern ein anderes Gerät, geht es also um den Austausch von Geräten. Und dazu hat der Thomas einige Informationen für uns. Thomas, ich würde dich mal bitten, das nächste Thema Austausch von Geräten zu übernehmen. Ja, Mario, danke für deine Überleitung. Wir stellen immer wieder fest, die Kunden bei uns nachfragen, ja, ich möchte jetzt ein Produkt in der Schaltanlage austauschen. Was ist denn dann mit der 61439? Habe ich jetzt da den Bauartnachweis verletzt? Muss ich einen neuen Bauartnachweis? Und hierzu gibt es einen Passus in der Norm. Was ist, wenn ich in einer Anlage ein Produkt, das nicht von Ursprung ist, austausche? Und hierzu, da es in der Norm viel Diskussion gab, wenn man die gelesen hat, hat sich das Normengremium nochmal zusammengesetzt und hat es noch etwas genauer erörtert, um das für uns transparenter zu machen, wie das jetzt ist, wenn man da mal ein Gerät oder ein Schaltgerät austauscht. Und das Normengremium hat dann nochmal etwas dazu geschrieben, das lese ich Ihnen jetzt mal vor, der Austausch von Geräten wurde von der DKE am 13. März in der 76. Sitzung mit folgenden Ergebnissen beraten. Austausch von Geräten schließt mit ein, dass für den Geräteaustausch auch ähnliche Geräte einer Serie eines anderen Herstellers verwendet werden dürfen, wenn es dafür keine Einschränkungen gibt
und die entsprechenden Bedingungen im Abschnitt 10.10.3.5 der Norm erfüllt. Und dann wurde es jetzt nochmal genau definiert und wir haben für unsere Kunden, wie Sie rechts sehen, eine zusätzliche Information gemacht, die wir Ihnen dann zur Verfügung stellen können. Und somit ist es für Sie möglich, auch mal in der Schaltanlage, die besteht, irgendwann mal ein Gerät auszutauschen und durch ein anderes zu ersetzen. Gut, Thomas, vielen Dank dafür. Zum nächsten Thema, Bauartnachweis für Schanksysteme. Es gibt ja immer wieder, es gibt ja viele namenhafte Hersteller von Schanksystemen, die eine Art Baukastenprinzip haben. Können wir dazu sagen, wie wir uns da mit dem Bauartnachweis verhalten? Genau, Mario, ein ganz interessanter Punkt. Wir von Wöhne bieten Komponenten an und unsere Komponenten verwenden dann die vielfältigsten Schaltschrankanbieter oder Niederspannungshauptverteilungsanbieter im Markt und die bringen unsere Geräte mit in ihren Anlagen rein. Und die haben natürlich dann die komplette Anlage nach 61439 geprüft. Und die schauen wir uns im Detail mal genauer an. Fangen wir mit der einfachen Sache an. Wir von Wöhne bieten Ihnen, wie Sie rechts oben sehen, einen Bauartnachweis für die Erwärmung für die Riedal-Schränke an. Somit, wenn Sie in ein VX25 Wöhne Komponenten vom 185er System einbauen, erhalten Sie automatisch von uns oder wenn Sie ihn benötigen, diesen Bauartnachweis für die Merkmale Erwärmung. Und der beinhaltet die NH-Lasttrennleisten, die NH-Lastschaltleisten, die Adaptertechnik von Wöhne, die Egress-Technik sozusagen und die, inklusive der Crosslink-Abdeckung. Dann Riedal bietet auch einen Nachbauartnachweis an mit ihren bekannten Software wie Bauer Engineering und hier haben sie dann auch den Nachweis des 185 Bauer-System in dem Riedal-Schrank VX25. Weitere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, ist der Schrankhersteller oder der Schaltanlagenbauer Sedotec im Warmocom-Schranksystem. Hier, wie Sie im Foto rechts sehen, sehen Sie die Wöhne-Komponenten vom 185er System, unsere Lasttrennleisten, die Lastschaltleisten, die Egress-Adaptertechnik in diesem Schaltschranksystem. Und das wurde nach 61439 geprüft und ist zu sagen, steht Ihnen dann zur Verfügung, wenn Sie größere Anlagen bauen wollen oder benötigen. Weiterhin ist unsere Lasttrennleiste im Striebelschranksystem geprüft. Hier, wenn Sie in der Software reingehen, wird die mit ausgewählt und somit ist es nach 61439 erledigt. Weitere Anbieter im Markt wie Schneider Electric, okay, mit unseren Lastschaltleisten, die hat bei den Anbieter Schneider Electric die Bezeichnung ISFL. Zusätzlich auch im Eden, dem bekannten X-Energy-Schranksystem, sind unsere NH-Lastrennleisten enthalten. Weitere Anbieter, Luxtrup, hier sind wir noch in der Prüfung, geben wir Ihnen dann Bescheid, wenn wir das abgeschlossen haben. Und zum Schluss Köhl mit ihrem Modans-System. Hier sind auch unsere ganzen Komponenten integriert und geprüft. Sie erhalten dann vom Schrankhersteller in Verbindung mit der kompletten Anlage den Bauartnachweis und ist dann alles aufgelistet, die Produktdaten ist somit alles fertig und somit ist nach 61439 alles erledigt. Wenn Sie zum Beispiel dann Anwendungen haben, die in größeren Bemessungsströmen gehen, dann wie zum Beispiel 4.000-5.000 Ampere, dann können Sie auf solche oder diese namhaften Hersteller zurückgreifen.
Weiteres interessanter Themen ist dann nochmal der Maschinenbau. Der Maschinenbau ist ein wichtiger Kundenbereich von uns, haben wir sehr viele große und wichtige Kunden. Und die fragen immer, wie ist es mit der 61439 im Bereich Maschinenbau? Und dazu kann Mario noch was erzählen. Ganz genau, Thomas. 61439 und Maschinenbau, also auch ein spannendes Thema. Und wir haben das Ganze hier auch mal aufgenommen und haben eine sehr interessante Information für Sie. Denn es gibt eine sogenannte Verlautbarung vom DKE. Die ist auch entsprechend zu finden hier über die Website vom DKE, über den Suchbegriff 61439 und 60204. Und hier ist Folgendes beschrieben. Für die Konformitätserklärung von Schaltgerätekombinationen, die Teil der elektrischen Ausrüstung von Maschinen sind, ist die Berücksichtigung der DIN EN 60204 ausreichend. Das bedeutet, Maschinenbauer, wir haben sehr viele große Maschinenbauer als Kunden, die haben zum Teil auch sehr große Anlagen, zum Teil über 1000 Ampere, und die Maschinenbauer können sich beim Erstellen von der Schaltgerätekombination, die zu einer Maschine gehört, auf die 60204 berufen und brauchen in dem Zuge, können auf den Bauartnachweis nach der 61439 verzichten. Natürlich, das muss man hier als Anmerkung sagen, macht es immer Sinn, sich mit der 61439 zu beschäftigen. Also auch dies sollten die Maschinenbauer einfach tun, weil in der 61439 sehr viele nützliche Informationen auch enthalten sind. Also das nur als Tipp von uns am Rande, dass man sich dennoch mit der 61439 beschäftigt, auch wenn man keinen Bauartennachweis erbringen muss, wenn man Maschinenbauer ist. Es gibt auch eine kleine Ergänzung in der Maschinenrichtlinie, und zwar zu dem Thema Kurzschlussfestigkeit. Hier heißt es nämlich, dass die Kurzschlussfestigkeit eben auch bestimmt werden muss von den elektrischen Anlagen einer Maschine. Also das muss man machen, das muss der Maschinenhersteller machen. Und dann, ja, die Formulierung ist wieder so ähnlich wie in der 61439, dass dieser Nachweis eben durch Konstruktionsregeln, Berechnung oder Prüfung erfolgen kann. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der eben jetzt zukünftig zu berücksichtigen ist. Und hier können wir im Endeffekt auch empfehlen, nehmen Sie die 61439 zur Hand. Dort haben wir Ihnen in einem zweiten Teil gezeigt, es gibt einen relativ guten Weg, wie man die Kurzschlussfestigkeit seiner Anlage nachweist. Und zwar durch diese Tabelle 13 mit den 10 Punkten. Und hier ist ein schneller und einfacher Nachweis der Kurzschlussfestigkeit seiner Schaltgerätekombination möglich. Also dies ganz wichtig, der Maschinenbauer muss sich nach der 60204 richten und hat nicht die Pflicht, einen Bauartnachweis zu erstellen. Bei der Nachweis der Kurzschlussfestigkeit, das muss er machen, und hier soll der sich an die 61439 dann ganz einfach anlehnen. Gut, jetzt sind wir bei dem Thema durch, und ich denke, Thomas, aus unserer praktischen Erfahrung heraus haben wir mit den Kunden ja immer ganz gute Gespräche, und ich denke, jetzt haben wir noch ganz viele nützliche Praxistipps hier an der Stelle. Jawohl, Mario. Wir bekommen ja immer die Fragen von unseren Kunden, und da haben wir versucht, die ein bisschen zu bündeln, die ganzen Fragen, und haben die in ein paar Praxistipps umgewandelt. Und hier unsere ersten Praxistipp, Folie Nummer 1. Die Wöhner-Daten. Die Wöhner-Daten, hier nochmal auf den Hinweis auf unser Produktdatenblatt, und hier werden detailliert alle Informationen nochmal strukturiert aufgelistet, wie es die Norm wünscht oder fordert, und können Sie dann einfachst ablesen, eins nach den anderen, wie zum Beispiel die Bemessungswerte oder Bemessungsdaten der Produkte, Strom, Spannung, Kurzschlusswerte, Verlustleistungsangaben, einfach nochmal alles schön tabellarisch aufgelistet. Und wenn Sie es in Verbindung mit der Erstellungshilfe machen, haben Sie diese dann auch am Ende des Bauartnachweis gleich gebündelt mit als Anhang dran. Weiterhin haben wir noch Interessantes für Sie in unserer Broschüre, die 61439 Broschüre, die steht Ihnen digital zur Verfügung, und natürlich können Sie die auch von uns haben, wenn Sie die benötigen. Und wie Mario Engelhardt schon erzählt hat, hier ist dann nochmal so ein Muster von Temperaturmessstreifen integriert, dann können Sie auch mal die Grenzübertemperatur prüfen in Ihren Niederspannungsanlagen.
Kommen wir nochmal zum Kurzschluss. Wir wollten Ihnen nochmal rüberbringen oder zeigen, wie einfach das ist, bei Wöhne einen Kurzschluss von einem System zu ermitteln. Und dafür haben wir unser Tool. Das Tool ganz einfach einsteigen über unsere Webseite, oben den Menüpunkt Tools. Hier wählen Sie dann die passende Systemtechnik auf. Crossboard 60 Classic, 60 Kompakt, 185er System. Wenn Sie diesen Schritt gemacht haben, gehen Sie einfach rein, suchen sich den gewünschten Sammelschienenträger aus, der für Ihre Anlage am besten geeignet ist. Dann wählen Sie noch die passende Sammelschienenbreite aus, wie zum Beispiel 30x5, 12x10, was Sie halt für Ihren Bemessungsstrom dementsprechend brauchen. Dann noch wichtig, den Sammelschienensystemabstand, wie breit sind die Sammelschienen auseinander, die maximale Breite und natürlich noch die Anzahl der Sammelschienenträger und dann erhalten Sie automatisch den Kurzschlusswert ICW und IBK, den ich in den Datenblatt jetzt nochmal zusätzlich gelb markiert habe, den Sie schön sehen. Also nicht mehr so aufwendig wie früher mit diesem Kurzschlussdiagramm, mussten Sie dann sagen, wo ist meine Linie, welchen Strom, welchen Kurzschluss habe ich, welche Schiene habe ich. Also alles schön einfach Menü geführt. Weitere Sachen, nützliche Sachen auf unserer Webseite, wie wir an Daten für unseren 61439 kommen, erzählt Mario noch was. Genau, vielen Dank Thomas. Also wir haben noch ein weiteres nützliches Tool und zwar unseren Wöhne-Konfigurator. Über unseren Wöhne-Konfigurator können wir ein Sammelschienensystem aufbauen mit all seinen Komponenten und können das auch mal in einem Schaltschrank oder in mehreren Schaltschränken, wie wir es hier auch in der Folie sieht, darstellen. Das heißt, es werden alle Komponenten auf das System draufgebracht. Ich kann meine Sammelschienenträger entsprechend auswählen und meine Komponenten dann auch mit zusätzlichen Modulen ausstatten, mit Abdeckungen ausstatten. Mein System kann auch mehrere Schränke, wie gesagt, aufbauen. Und am Ende erhalte ich hier im Konfigurator auch eine ganz nützliche und gute Dokumentation. Denn ich erhalte zum Beispiel von dem System die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom. Also das wird erstmal ausführlich auch ordentlich dargestellt. Und ganz wichtig, je nachdem, wie weit ich meine Sammelschienenträger auseinandergesetzt habe, errechnet der Konfigurator auch selbstständig die Kurzschlussfestigkeit von dem System und gibt die am Ende auch aus. So kann ich auch zwischendrin prüfen, passt denn meine Kurzschlussfestigkeit zu dem, was ich eigentlich erreichen möchte, muss ich gegebenenfalls noch einen weiteren Sammelschienenträger einsetzen. Also all das ist mit unserem Konfigurator möglich. Und darüber hinaus, also auch am Ende, werden von allen Komponenten die Verlustleistungen addiert. Das bedeutet, von jedem einzelnen Punkt ist die Verlustleistung mit enthalten und je nachdem, wie viele Produkte ich in meiner Konfiguration mit reingebracht habe, werden die Verlustleistungen zusammen addiert zu einer Summe bei 80% und ich erhalte hier auch nochmal eine übersichtliche Ansicht der Verlustleistung. Sie sehen also, der Konfigurator ist nicht nur ein nützliches Tool, um also ein Sammelschienensystem im Schrank darzustellen und eine Stückliste zu erstellen und den Aufbau darzustellen, sondern er beinhaltet auch viele wichtige Informationen für den Bauartnachweis. Also auch hier die Empfehlung von unserer Seite, nutzen Sie den Konfigurator. Sie können gegebenenfalls auch die Dokumentation des Konfigurators nutzen und den Bauartnachweis einfach mit beilegen und da finden Sie dann auch gleich die notwendigen oder die interessanten Eingangsdaten wie Kurzschlusswerte, Spannungen und Ströme und darüber hinaus Verlustleistungen. Weil wir gerade über Kurzschlussströme gesprochen haben, hier haben wir auch noch einige interessante Informationen für Sie, was den Bereich Kurzschlussstrom angeht. Praxistipps, hier hat der Thomas auch nochmal einiges für Sie zur Verfügung. Genau, wir haben jetzt noch ein paar Folien vorbereitet, um Ihnen das Arbeiten mit der Norm in Verbindung mit den Wöhne-Komponenten zu vereinfachen, dass Sie es leichter haben, den Nachweis zu erbringen. Fangen wir mit unserem 185er System an. Das ist meist die Anwendung in größeren Niederspannungshauptverteilungsanlagen. Und hier schauen wir immer ganz genau hin, welche Kurzschlüsse fließen, welche habe ich, welche kann ich bestätigen. Und hier haben wir ein Komplettpaket, eine komprimierte Form, um dieses Merkmal Kurzschlussfestigkeit für Sie dargestellt.
und Sie, damit Sie es ganz einfach haben, dieses zu bestätigen. Auf der ersten Seite bekommen Sie ein Deckblatt von uns, hier mit der Bestätigung, dass wir das Merkmal Kurzschlussfestigkeit bestätigen, und auf den Folgeseiten, hier zum Beispiel links die Tabelle 1, die den Sammelschienen oder das Sammelschienensystem betrifft, haben wir das komprimiert nochmal für Sie dargestellt. Wenn Sie gewisse Systemabstände hier in der Tabelle, in der Spalte 2, sehen Sie die üblichen Abstände des Sammelschienenträgers, die Anzahl der Schienenträger, und dann bekommen Sie dementsprechend von uns beide Werte geliefert, den IBK und ICW. Und somit, wenn Sie die Abstände einhalten und dementsprechend die passende Sammelschienenbreite haben, liegen Ihnen komprimiert die Werte zur Verfügung. Schön zu sehen ist zum Beispiel die hohe Qualität von unseren Sammelschienenträgern. Wir schaffen sogar Bemessungswerte wie den IBK über 100 kA. Kommen wir zum Genau, und dann die folgenden Seiten sind natürlich die weiteren Komponenten aufgelistet, wie zum Beispiel die Lastschaltleisten vom Böhner ist eine Seite, die Lasttrennleisten, der Egress-Adapter und die Verbindungstechnik und Anschlusstechnik. Auf jedes auf eine Seite, und das ist dann eine komprimierte Form, alles zusammen in einem Blatt oder in einem Formular. Kommen wir zum nächsten interessanten Thema der Kurzschlussfestigkeit, das ist die Sicherung. Sicherung ist ein sehr gutes Produkt, um den Kurzschlusswert stark zu begrenzen. Mit der Sicherung schaffe ich es, den Kurzschlussstrom, wie man es im Diagramm sieht, wesentlich zu begrenzen, und in kürzester Zeit schaffe ich meine Abschaltung. Und ein weiterer Vorteil der Sicherung ist, wenn ich die Sicherungen nach dem Kurzschlussfall austausche, habe ich Neuzustand. Ich kann auf jeden Fall hundertprozentig sicher sein, wenn ich die Sicherung gewechselt habe und es kommt mal wieder ein Kurzschluss, dass das sauber und ordentlich funktioniert, die Abschaltung im Kurzschlussfall. Und der Vorteil ist natürlich, die nachfolgenden Anlagen sind optimal geschützt. Und durch den schnellen Abschalten ist es nicht möglich, hohe Kurzschlussströme, die zu mechanischen Störungen in der Anlage kommen oder mechanische Zerstörungen in der Anlage kommen oder durch einen längeren Zeitraum viel Energie in das System reinpumpen und die in Wärme umgewandelt ist und das somit die ganze Anlage zerstört, das wird durch eine Sicherung verhindert. Kommen wir zum Diagramm. Im Diagramm haben wir mal dargestellt, wenn ich hier eine 255 Ampere Sicherung habe und gehe da mal senkrecht hoch, lege da einen Kurzschlusswert drauf, den ein Trafo bringt, zum Beispiel die 21 kA, begrenzt die 250 Ampere Sicherung auf 10 kA, also begrenzt die Sicherung auf 17 kA Peak. Und durch den 17 kA Peak-Wert, was wir im Teil 2 erzählt haben, entfällt der Nachweis. Also habe ich hier zwei ganz große Vorteile, Nachweis entfällt und sehr, sehr gute Strombegrenzung. Nächster Hinweis für im Bereich Kurzschluss. Die Kunden fragen bei Mario und mir immer wieder nach, ja, ich habe eine Angabe von 100 kA, muss ich eine Anlage bauen. 100 kA muss die Anlage auch können. Und dann fragen wir uns immer, ja, wie entstehen denn diese 100 kA? Wie viele Trafos sind da parallel geschalten? Oder ist da ein riesengroßer Generator davon? Dann gehen wir mit dem Kunden nochmal ins Detail, wo sollen die 100 kA herkommen? Und da haben wir mal geschaut, deswegen haben wir für Sie auch in der Stellungshilfe die Trafotabelle hinterlegt. Und wir gehen jetzt mal beispielhaft in eine Tabelle rein. Und da sieht man, dass viele Trafos, ein Großteil der Anwendung, nur 10 kA oder 10 kA effektiv bringen. Ich bin mal hier reingegangen bei einem Trafo, ein 400 kVA Trafo, und der bringt ja wirklich nur 9,5 kA. Und somit 9,5 kA heißt, ich brauche ja keinen Nachweis nach 61439 zu erbringen. Also deswegen als Tipp für Sie auf dem Weg, hinterfragen Sie den Kurzschluss, schauen Sie genau nach, was ist denn da für eine Energiequelle vorgeschaltet? Wo kommt der Kurzschluss her?
gehört auch mit zu diesem Thema. Das sind die drei Folien, gehören irgendwie zusammen. Die Leitungsdämpfung. Wieder ein typisches Beispiel. Ich schließe ja meinen Trafo nicht direkt an meine Schaltanlage an. Zwischen Trafo und Niederspannungshauptverteilung ist eine Leitung. Und eine Leitung hat eine Dämpfung. Und wenn ich die mit einberechne, schaffe ich es, in günstigen Situationen wieder unter diesen 10 kA zu kommen. Hier unser Beispiel, 5 kVA Trafo, der liefert uns 11,8 kA. Ich habe eine Leitungsdämpfung drin, dementsprechend, wenn die Leitungslänge ist oder die Querschnitte geringer, habe ich eine höhere Dämpfung. Und wenn ich die Leitung nur 1,8 kA dämpft, dann bin ich schon wieder unter den Höchstwert von 10 kA und somit kein Nachweis erfordert. Nochmal zusammenfassen, diese drei interessanten Folien. Wenn ich es schaffe, mir die Sachen genauer anzuschauen, unter 10 kA, ich spare mir sehr viel Zeit, die Nachweiserstellung ist nicht notwendig. Am weiteren Vorteil haben wir, die ganze Anlage wird nicht so aufwendig, ich kann kostengünstiger bauen und der ganze Zeitaufwand ist natürlich wesentlich geringer und unterm Strich brauche ich kostengünstig die Anlage auf. Einen weiteren interessanten Punkt erzählt uns Mario noch was. In der Norm wird ja auch dieser Basisschutz gefordert, also Berührungsschutz. Und hierzu kann uns Mario noch was erzählen. Genau, vielen Dank Thomas. Zum Basisschutz, also erstmal eine generelle Aussage, alle unsere Wöhner-Schienensysteme, unsere Wöhner-Komponenten liefern den aus der Norm geforderten Basisschutz. Ja, das erstmal generell. Und darüber hinaus haben wir einige Systeme, zwei neue Systeme, und zwar das System 185 Power und Crossboard. Die gehen über diesen Basisschutz noch etwas hinaus. Denn die beiden Systeme haben ein spezielles Abdecksystem, das also nicht nur den Basisschutz bietet, sondern auch das Arbeiten unter Spannung erleichtert. Deshalb sind wir hergegangen und haben diese beiden Systeme von der BG beurteilen lassen. Und zwar haben wir beurteilen lassen das gefahrlose Montieren und Demontieren von Komponenten. Zu dieser Beurteilung gibt es die beiden Inspektionsberichte, die wir hier im rechten Bereich einmal sehen. Also die können Sie auch von uns erhalten. Und letztendlich haben wir das eben nachgewiesen, dass in diesen beiden Systemen ein gefahrloses Montieren und Demontieren der Komponenten auch unter Spannung möglich ist. Also wir erleichtern quasi dieses Arbeiten unter Spannung. Das ist ja ein sehr spezielles Thema und zum Teil auch sehr, also sehr gefährlich natürlich auch. Es sind sehr viele Maßnahmen dafür notwendig und beim Arbeiten unter Spannung mit unseren Systemen haben wir nicht nur den Basisschutz, sondern wir können natürlich durch diese beiden Berührungsschutzsysteme vom Crossboard und vom 185 Power auch, sag ich mal, den Aufwand für das Arbeiten unter Spannung minimieren oder verkleinern. Und dadurch hat man es einfach geschaffen, dass man also diese Komponenten in den beiden Systemen auch unter Spannung montieren kann. Das bietet einfach einen zusätzlichen Schutz gegen zufälliges Berühren und die Gefährdung eines Monteurs ist an der Stelle natürlich ausgeschlossen oder minimiert. Zum Teil hat man bei dem 185er-System sogar noch die Möglichkeit, über zusätzliche Abdeckungen eine Fingersicherheit zu schaffen. Und zwar kann man das in manchen Bereichen durch eine zusätzliche Abdeckung hier an der Stelle noch erreichen und hat dann in manchen Bereichen sogar die Fingersicherheit. Gut. So Mario, kommen wir zu dem Fazit vom Teil 3. Was kannst du dazu sagen? Was ist das Ergebnis aus unserem Teil 3? Genau, also nochmal Teil 3, den heutigen Teil zusammengefasst. Wir haben uns einige interessante Themen nochmal angeschaut. Angefangen von unserer Wöhner Erstellungshilfe für den Bauartennachweis. Also hier haben wir wirklich eine einfache und übersichtliche Art und Weise, wie Sie mit unserer Erstellungshilfe einen Bauartennachweis für die komplette Schaltgerätekombination erstellen können. Nutzen Sie das gerne, probieren Sie sich aus und wenn Sie Fragen haben sollten, kommen Sie bei uns gerne durch. Da unterstützen wir Sie auf jeden Fall weiter. Darüber hinaus haben wir uns angeschaut, ja, es gibt ja diese
Vielzahl an Schranksystemen, an Baukastensystemen, und wir haben uns das angeschaut, wie wir eigentlich mit denen umgeht, was dort mit dem Bauartnachweis oder wie wir dort an den Bauartnachweis kommt. Das hat uns der Thomas hier an der Stelle mal erläutert. Und ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt natürlich noch, Maschinenbau und 61439. Wir haben gelernt, der Maschinenbauer kann sich auf die Maschinenrichtlinie, also auf die 60204 berufen und soll sich in seiner Arbeit, wenn es geht oder als Empfehlung, natürlich an die DIN EN 61439 anlehnen, gerade zum Beispiel in dem Punkt Nachweis der Kurzschlussfestigkeit. So. Also ich denke, hier haben wir Ihnen auch nochmal einen ganz guten Überblick über die praktische Anwendung der Norm DIN EN 61439 geben können. Und jetzt würde ich sagen, Thomas, schauen wir uns doch mal die Fragen an, die im Chat gekommen sind. Genau, wir haben noch einige Fragen, ob die Teile jetzt dann auch natürlich zur Verfügung stehen im Nachhinein. Genau, das, weil teilweise hier auch Tonprobleme waren, Mario. Also ganz einfach, wir werden die Teile, diese Teile 1 bis 3, Ihnen online zur Verfügung stellen. Sie bekommen hierüber nochmal eine gesonderte Nachricht und dann können Sie sich im Nachgang, wenn Sie vielleicht einen Teil verpasst haben oder wenn es vielleicht auch heute mit dem Ton nicht so gut geklappt hat, dann können Sie sich die Teile auch online nochmal anschauen, und die Videos stehen dann also in den nächsten Tagen auch online zur Verfügung. Ja, da haben wir noch eine interessante Frage zum Kurzschluss. Wie wird der Kurzschlussfestigkeit beurteilt, wenn die Schaltgerätekombination keine Sammelschiene beinhaltet, sondern beispielsweise als konventionelle vertratet wertet oder wurde? Genau, das müssen wir uns dann auch mal im Detail anschauen mit Ihnen zusammen, denke ich mal. Wir gehen mal da in der Anlage rein, schauen uns die Norm an, wie wir sie da unterstützen können. Das werden wir dann im Nachgang nochmal machen. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall in dem Fall, dass die Komponenten, die verbaut sind, dass die zunächst mal auch die Kurzschlussfestigkeit aushalten, die an der Eingangsseite anstehen. Und dann muss man natürlich, ich sag mal, ausgehend von der Einspeisung bis zum letzten, Komponente in der Schaltgerätekombination auch schauen, was ist es? Ist es ein Leistungsschalter? Ist es eine Sicherung? Wir haben es ja eben im Teil vom Thomas gesehen, also eine Sicherung, die begrenzt ja relativ stark. Und das heißt, hat man vielleicht eine Sicherung auch schon in der Einspeisung, dann muss ein Nachweis, hat man eine Sicherung in der Einspeisung und begrenzt die auch so weit, dass man diese Grenzen von 10 bzw. 17 kA erreicht, dann muss man den nachfolgenden Bereich der Schaltgerätekombination gar nicht mehr nachweisen. Man muss eben dann nur noch schauen, dass die Komponenten auch für den Kurzschlussstrom bis 10 kA dann auch ausgelegt sind. Dann haben wir noch eine Frage von interessant, wie sich die Kollegen mit Kurzschlussströmen beschäftigen. Der Einfluss der Kurzschlussstrom an Einspeisepunkt der Schaltgerätekombination 50 kA, die im Schaltschrank verbaute Sicherung begrenzt den Kurzschlussstrom auf kleine 17 kA Peak. Und dann schreibt der Kollege noch dazu, hat die Schaltgerätekombination dann eine Kurzschlussfestigkeit von 50 kA und in der Kurzschlussbetrachtung muss ich nichts anderes als tun, als eine Sicherungskennlinie zu hinterlegen. Ganz interessantes Thema. Wir haben auch immer wieder Kunden, die sagen, es muss bauseits eine Sicherung verbaut werden. Und zum Beispiel, die legen dann genau fest, auf der Baustelle muss dann vor Ort eine NH-Sicherung verbaut werden, die dann den Kurzschlussstrom auf den XY-Wert, den Sie bestimmen, für den Sie Ihre Anlage ausgelegt haben. Und somit ist es möglich, in Verbindung mit der Sicherung den Kurzschluss zu betrachten. Mario. Gut, haben wir sonst noch Fragen im Chat, Thomas? Genau, gibt es BDF-Unterlagen zu den Kursen? Haben wir noch eine Frage? BDF? Genau, das ist hinterlegt. Unsere ganze Broschüre ist als BDF. Die ganzen Produktdaten können Sie als BDF herunterladen. Genau, das sind die Sachen, die Erstellungshilfe dann als BDF. Also alles steht als BDF von uns auf der Webseite zur Verfügung. Genau, also wie es der Thomas schon gesagt hat, wir empfehlen an der Stelle, nutzen Sie unsere Broschüre. Hier haben wir die ganzen Punkte aus der DIN EN 61439 nochmal kompakt zusammengefasst, übersichtlich zusammengefasst. Also nutzen Sie das gerne, und ansonsten, wenn es, schauen Sie sich auch natürlich diese drei Teile an, die wir dann als Video zur Verfügung stellen.
Und wenn es noch Fragen geben sollte im Anschluss, dann kommen Sie natürlich gerne auf uns zurück. Genau. Also ich habe da noch einen Hinweis. Danke für den Hinweis, dessen Link nicht funktioniert. Wir schauen uns das natürlich an. Danke für den Tipp. Genau, das sind jetzt im Groben die ein paar wichtige Fragen, die wir jetzt aufgenommen haben. Den Rest beantworten wir im Anschluss oder kommen Sie mit uns bitte in die Diskussion, damit wir Sie hier unterstützen können. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Abschluss unseres Seminars. Seminarzusammenfassung. Also zunächst einmal ist es so, theoretisch ist so ein Seminar zur DIN EN 61439 eine Tagesveranstaltung, wo wir Sie am liebsten hier live bei uns im Haus begrüßen oder in einem Tagungshotel. Also es ist eine Ganztagsveranstaltung. Wir haben diese ganzen Themen jetzt mal versucht, in drei Blöcke zu unterteilen, jeweils eine Dreiviertelstunde, und haben versucht, dort die wichtigsten Themen mit reinzubringen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen vieles mit auf den Weg geben. Wir freuen uns natürlich schon, wenn wir auch wieder Live-Veranstaltungen durchführen können, wo wir Sie dann auch persönlich am besten hier bei uns im Haus begrüßen dürfen. Und ich kann im Anschluss eigentlich nur noch sagen, also wie gesagt, das Seminar steht zukünftig dann online zur Verfügung, alle drei Teile. Nutzen Sie gerne unsere Broschüre, in der wir nochmal alle Inhalte der DIN EN 61439 kompakt zusammengefasst haben. Darüber hinaus ist es uns auch wichtig, dass Sie einfach mit uns in Kontakt bleiben. Wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, kommen Sie gerne bei uns durch, und wir planen also auch noch weitere Seminare oder auch Webseminare, je nachdem, wie die Lage ist. Und dann sind wir natürlich für alle Themen letztendlich auch offen. Also hier können Sie auch Ihren Input bei uns reingeben. Genau, Mario. Wenn Sie noch weitere Wünsche haben, die wir vielleicht in den nächsten Seminaren berücksichtigen sollen, sind gewisse Themen zu kurz gekommen, sollen wir andere Sachen noch mit aufnehmen, bringen Sie Ihre Informationen ein, sagen Sie uns Bescheid. War jetzt etwas schwierig, weil wir haben das jetzt in dieser Darstellungsform alles sehr komprimiert und aufs Wesentliche begrenzt. Gut, und am Ende bleibt mir natürlich im Namen meiner Kollegen nur noch eins: vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie teilgenommen haben. Wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen und wir freuen uns natürlich auch darauf, Sie auch mal hier persönlich in Rödental begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, bleiben Sie alle gesund, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.